Okay. Wer macht die wer tut im Anmoderation machen? Ahnung, bist du oder soll ich oder was auch immer? Geist ist es denn? Ja, machst du. okay. Bereit? Ja. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute werden wir ein wenig über Far Cry 5 reden und ein bisschen spekulieren und... Echerlich. Fuck, was soll ich denn da sagen? Ja, das, was du gerade gesagt hast, das war schon gut. Oh, wie soll ich denn da weitermachen? Ja, und dann gehst du, ihr habt jetzt schon mal vorab den Trailer gesehen, so irgendwie so. Was? Ach, das ist nach dem Trailer jetzt oder was? Ja, wir fangen jetzt, wir tun jetzt den Trailer Na, sag mal direkt. das doch gleich. Okay. Ich werde irgendwas sagen jetzt. Ja. Hey Leute! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr bestimmt auch gerade schon gesehen habt im Trailer, werden wir heute über Far Cry 5 sprechen Das auf uns zu. und da auch ein bisschen spekulieren und ein paar Wünsche anbringen. Das Ganze natürlich wieder mit dem Galaxy. Ihr spürt. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, und wie wir definitiv jetzt in den Trailer, also was ist in diesem Trailer, in diesen kurzen Zusammenschnitten von gerade Ich eben, weiß, dass ihr das schon entdeckt haben, ein neues Far Cry aus dem Hause Ubisoft. Also ich bin der Ich muss Meinung, hier sehen. Ubisoft legt dieses Jahr ganz Doch schön mein Zahn zu Gesicht an spüre Spielen, ich, oder? dass ihr nicht Teilen? bleiben müsst. Ja, das stimmt. Die machen Ihr eine ganze könnt eure Menge. Mission Bin echt erledigen. überwältigt. Ja, und zu Ich sage diesem nur, Thema wollen wir ihr natürlich akzeptiert auch mein mitmachen. Gesicht. Da jetzt noch kein Und ihr richtiges wisst Gameplay manchmal, erschienen ist, freiwillig wollen wir oder einfach jetzt mal so ein bisschen drauf losreden, was wir uns manche für das nächste Bräuche. Far Cry wünschen. Wir sind beide wirklich, Doch am Ende ja, redet doch ihr schon ganz kleine Far normal. Cry-Fans, oder Time? Ja, also ich kann schon sagen, dass ich Ich bin Far Cry Fan unbefragt. bin. Am meisten habe ich ja Far Cry 3 gespielt, was mir auch sehr gefallen hat. Den kann ich auch ganz gut mitreden. Ja, und ich habe zum großen Teil auch Far Cry 4 angespielt und ich muss wieder sagen, Far Cry 3 war schon ein geiles Spiel, aber Far Cry 4 hat nochmal das Ganze um Weiten getoppt, oder Time? Ja, das kann man schon sagen. In Far Cry 4 war dann doch noch eine ganze Menge mehr möglich als in Far Cry 3. Ja, und Time, was wünschst du dir eigentlich so für das nächste Far Cry? Hast du da irgendwie spezielle Vorstellungen? Hä? Also, was ich mir vor allem wünsche, denke, wird sich jeder wünschen, ist erstmal eine gute Story, denn man spielt ja gegen die Feinde, sind ja eine Sekte. Wenn ich sie mal, ist ja eine Sekte, denke ich. So scheiß Ich auf denke jeden auch, Fall. ja, und ich denke auch, dass da eine ganz gute und interessante Story da rauskommen könnte. Ja, also ich meiner Meinung nach hat das jetzige Far Cry 5 eine wirklich sehr schwere Nachfolge anzutreten, denn Far Cry 3 war schon wirklich gut, aber Far Cry 4 hat das Ganze um Weiten getoppt von der Story und natürlich auch von der Open World. Die war riesengroß und natürlich auch sehr naturgetreu. Ich weiß nicht, hast du das auch manchmal mitverfolgt, Galaxy? Okay. Ja, ich habe da auch von Far Cry 4 sehr viel gesehen. Und das Ganze fand ich auch echt beeindruckend anfangs. Das ist die Frage, ob das in Far Cry 5 auch so wird oder vielleicht noch besser, ob die Map an sich jetzt noch größer wird. Was denkst du da? Ja, also ich denke, Ubisoft gibt sich da wie immer Mühe. Ich denke, sie stehen für Open World Gameplay und auch in den verschiedensten Beschreibungen steht, dass das neue Far Cry Spiel das größte anpassbare Arsenal von Waffen und Fahrzeugen haben soll. Und deshalb bin ich schon ziemlich gehypt auf das neue Far Cry.
hatte ja mitbekommen, dass es jetzt in Far Cry 5 keine Türme mehr geben wird. Weißt du, was ich damit meine? Ja, ich weiß, was du damit meinst, und deshalb bin ich auch ziemlich gespannt, wie sie das dann lösen wollen. Ja, vielleicht auch ein paar grundlegende Informationen zu Far Cry 5, die bisher schon ja, gegeben wurden. Das Ganze erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC, wie die ganzen neuen Spiele. Far Cry 5 wird folgt für Alter. Far Cry 5 wird für folgende Plattformen rauskommen: PlayStation 4, Xbox One und PC. Das ist, denke ich, nicht verwunderlich, denn alle neuen Spiele werden nur noch auf den Next-Gen-Konsolen und auf dem PC erscheinen. Und das voraussichtliche Release-Datum ist das 27.02.2018 und die Entwickler sind wie oft Ubisoft Montreal. Die Altersfreigabe, und das ist ziemlich spannend für das dieses Jahr... Alter Junge, was hab ich für Versprecher drin? Ist gerade hart. Warte, ich muss was trinken, dann fange ich nochmal an. Ja, okay. Hä? Okay. Jetzt. Ja, Far Cry 5 wird für folgende Plattformen erscheinen. Einmal PlayStation 4, Xbox One und PC. Das voraussichtliche Eröffnungsdatum ist das 27. Februar 2018. Du hast doch jetzt alles schon halbwegs gut gesagt. Schneid's einfach dann zusammen. Okay. Ja. Und die Entwickler sind wie auch bei Assassin's Creed Origins, da die Ubisoft Studios in Montreal. Was aber spannend ist bei diesem Spiel, für das, dass es nächstes Jahr im Frühling schon rauskommen wird, ist, dass die Altersfreigabe noch nicht eingestuft wurde. Und das ist schon ziemlich verwunderlich. Hä? Sagst du euch kurz was dazu? Warte. Okay. Also, wenn es schön brutal wird, könnte das Ganze ab 18 werden. Ich weiß nicht, welche Altersfreigabe hatte denn Far Cry 4? Ja, da müsste ich auch mal kurz nachgucken. Aber wenn ich mich da nicht irre, müsste Far Cry 3 und Far Cry 4 ab 16 Jahren freigegeben worden sein. Hä? Was auch ziemlich wichtig wäre, ist nämlich, dass zu dem Verlauf der Geschichte, so schreibt es auf jeden Fall die offizielle Ubisoft-Webseite zu Far Cry 5, du die Karriere selber beeinflussen kannst. Und zwar mit den Einheimischen. Das bedeutet, ich denke, man kann sich auf eine aktive und anpassbare Welt gefasst machen. Und ich bin gespannt, wie Ubisoft das umsetzen wird. Ey, dazu muss ich sagen, das klingt schon mal sehr cool. Man das auch alles selber ein bisschen beeinflussen kann. Jeder auf seine Weise da machen. Da kann man sich drauf freuen. Ja. Ja, und hast du manchmal irgendwelche Wünsche vielleicht an dieses neue Far Cry 5, was du eventuell aus den alten Teilen mitnehmen willst, aber auch vielleicht aus den, oder was Neues dazukommen soll? Scheiße. Ich hab grad keine Ahnung. Oh mein Gott.